Willkommen, liebe Zuschauer. Die internationale Turnwelt nimmt olympischen Anlauf. Die 32. Weltmeisterschaften gelten für alle als Test für Atlanta, circa 90 Tage vor den Olympischen Spielen, dann im Georgia Dome. Für manche sogar als Qualifikation, wie für unsere deutschen Mädchen zum Beispiel. 10.000 Zuschauer fast eigentlich diese Halle. Miri Belenki musste kurz vor diesem Semifinaldurchgang am Boden verzichten wegen Fußproblemen, einer Schleimbeutelentzündung und der Dr. Grasmück sagte, lieber schonen und Valeri Belenki nimmt dann seine anderen Chancen noch an den Ringen, am Barren, am Sprung war. Das zunächst zum ersten Gerät und wir sind bei den jungen Damen. Und da gibt es einige Verschiebungen und interessante neue Gesichter, wie zum Beispiel diese Anya Portuondo aus Kuba. Sie stand in der kubanischen WM-Riege von 1994 in Dortmund. Und immerhin, da hielten sie schon Kontakt zur deutschen Mannschaft, die damals 13. wurde, die Kubanerinnen also 14. Und hier war sie zweitbeste in der Qualifikation, die junge Dame aus Havanna, Anya Portuondo. Und einen Zehnersprung stellte sie vor. Der wird mit 9,749 bewertet. Zweiter Sprung. Sprung in der zweiten Flugphase mit Doppeldrehung und absolut sicher gestreckte Körperhaltung. Das ist eine Top-Leistung. Und da schockte sie zunächst die Konkurrenz, übernimmt zu diesem Zeitpunkt die Führung. Dann Rosa Galieva, inzwischen fast 19-jährig. Nächste Woche hat sie Geburtstag, die Russin. Ja, komplizierter Sprung, schon mit einer halben Drehung in der ersten Flugphase, mit einer halben in der zweiten. Nicht ganz gelungen und das wird schwierig, ob sie damit ins Finale kommt. Sie war Beste in der Qualifikation. Sie gewann das Turnier in Paris in diesem Jahr, wurde Dritte in Cottbus beim Grand Prix, stammt aus Sanuswar und war schon im WM-Team, goldenen WM-Team 91. Es wurde eine 9.5.1.2 und es reichte nicht für Rosa Galieva. 11. Platz. 8, wie gesagt, kommen ins Finale. Gina Gorgian müsste es doch wohl schaffen. Weltmeisterin war sie an diesem Gerät. In Brisbane, 94, vor 2 Jahren, auch im April. Und in Sabai, zur WM im letzten Oktober, Bronze. 18 Jahre alt. Gewann dann den DTB-Pokal in Stuttgart. Wondersprung. Mit 1,5 Drehung. Also eine halbe weniger. Mit dem Rücken zum Gerät. Und schwer zu stehen, dieser Sprung. Neben Lavinia Milosevic, die erfolgreichste Turnerin momentan in der rumänischen Mannschaft. Rumänien ja Weltmeister im Team im letzten Jahr geworden. 9,762. Das ist höher und mehr als Anya Portuondo. Zweiter Sprung. Ja, wie sah es aus deutscher Sicht aus beim Sprung? Leider sehen wir Kathleen Stark nicht. Sie hatte sich als 14. der Qualifikation mit in dieses Finale hineingeturnt, aber das Fernsehen von Puerto Rico bot uns leider Kathleen nicht an und sie verpatzte auch beide Sprünge, brachte sie nicht in den Stand. Es reichte nicht und am Ende ein 16. Platz für die Frankfurterin. Gina Gorgian erhält insgesamt dann 9,743, das ist momentan Platz 2, aber es kommt noch eine starke Rumänin, nämlich Simona Amana, die Weltmeisterin von 95, also die amtierende junge Dame an diesem Gerät, gemeinsam mit Lilia Podkopajewa aus der Ukraine übrigens, die Mehrkampfweltmeisterin fehlt allerdings hier in Puerto Rico. Sie hat eine individuelle Vorbereitung auf Atlanta beschlossen, also lässt diese Einzelweltmeisterschaft aus. Simona Amana. Ja, mit ihr muss man rechnen im Kampf um Gold, dann in den Finals des Wochenendes.
Perfekter Stand. Dieser Rundheitssprung mit Doppeldrehung in der zweiten. Flugphase auch ein Sprung aus der höchsten Schwierigkeitskategorie mit 10,0 Ausgangswert. Leichter Hüftwinkel am Ende und jetzt kommt Svetlana Chorkina, die sich ein wenig rar gemacht hatte nach der letzten Weltmeisterschaft, ein paar Rückenprobleme auskuriert hatte und sich mit schwierigem Sprung vorstellt. Zweimal halbe Drehung vor und nach dem Stütz und mit, naja, wir schauen mal die Zeit über an. Mit ein paar Problemen kurz vor dem Stand, Hüftwinkel. Aber sie ist die eleganteste Erscheinung im Moment des aktuellen Frauenturns. Kommt auch ein wenig aus der senkrechten Ebene heraus, aber clever wie sie ist, stellt sie den Sprung hin und behält 9,625 und damit die Tuchfühlung zum Führungstrio. Simona Amanar vor der Kubanerin Portuondo und Gina Gorgian. Zweiter Sprung. Ja, halbe Drehung vor dem Stütz, die aber besser in der zweiten Flugphase, wird ihr ein wenig mehr bringen, sie quittiert jetzt mit Lächeln. Ich halte sie mit für eine der Medaillen, der Goldmedaillenanwärterinnen, auch im Mehrkampf der Olympischen Spiele von Atlanta. Svetlana Chorkina, Russland. Ja, also Clint Stark, die einzige. Yvonne Pioch, der Pechvogel aus Berlin. Vielleicht hat sich's noch nicht herumgesprochen, jetzt kann ich es dann endlich offiziell auch sagen. Yvonne Pioch liegt mit einer Gipsschiene im Krankenhaus. Sie hatte Boden geturnt. Hier sehen wir zunächst einmal die Resultate. Und die Geschichte von Yvonne Pioch erzähle ich Ihnen dann. Also Amanar vor Portuondo und Gorgian. Keine Deutsche in diesem Finalfeld. Dann am Wochenende. Wir machen eine kleine Pause und dann bin ich Ihnen noch die Geschichte um Yvonne Pioch schuldig. Also bis jetzt nur lauter Nullnummern aus deutscher Sicht. Noch keine Turnerin, kein Turner im Finale. Und jetzt erzähle ich die Geschichte von Yvonne Pioch weiter. Die hatte sich am Boden gerade mal auf Platz 15 geturnt, sich damit für Olympia qualifiziert. Und dann Innenbandriss am linken Fuß mit 8,962, zwar noch bewertet, aber dann landete sie im Krankenhaus mit Gipsschiene. Und das heißt, keine Europameisterschaft, eventuell keine deutsche Meisterschaft und schwierige Situation für die Olympischen Spiele für Yvonne Pioch. Soweit zunächst dazu. Jetzt sind wir am Stufenbarren und wir sehen als erste eine Französin, Isabelle Severino. Pirouette. Noch eine gesprungene Drehung im Handstand und der Abgang. Und dabei hatte sie nach und außer diesem Zuckerhara noch ein höchst schwieriges Element. Wir sehen bestimmt die Zeitlupe nochmal. Nämlich einen Gingersalto mit einer Längenachsendrehung. Schade, nur der Abgang, aber das war ihr Highlight innerhalb der Übung von Isabelle Severino. Also in Frankreich trainiert man längst in Weltspitzenregionen, auch was Umfänge und Qualität angeht, 9,750. Und das sind die ersten Quittungen. Die Französinnen sind locker und leicht an den deutschen Turnerinnen vorbei. Mo Huilan, die Weltmeisterin im Stufenbarren, fehlt zwar, aber diese kleine Liu Xuan ist keine schlechte, wie wir gleich sehen werden. Und passen Sie mal auf, sie hat ein Reckriemchen nur an einer Hand, an der rechten. Und was sie damit macht, ist wohl eine Weltpremiere. Ich habe noch kein Mädchen gesehen mit einarmiger Riesenfelge und dazu noch ein Flugelement. Kratschow-Grätsche und das über diese gefährliche, in diese gefährliche Richtung über den unteren Holm hinweg. Und Doppelsalto gestreckt, eine Top-Übung, sauber und technisch gut vorgetragen. Und wie gesagt, sie erregt Aufmerksamkeit mit dieser, na man muss schon sagen, Stufenbarren-Riemchen-Konstruktion. Und da nochmal diese Perspektive, schauen Sie, jetzt löst sie die eine Hand. Nur mit einer hält sie mit der rechten und beim zweiten Versuch einarmig dann der Deltschew-Salto bzw. der Ginger-Salto aus einarmiger Riesenfelge. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen. War es eine Weltpremiere? Auf alle Fälle 9,737.
Und das ist exakt die gleiche Bewertung, wie Kathleen Stark erhielt. 9,737. Kathleen Stark, die ja Fünfte in der Qualifikation war für dieses Semifinale. Und auch diese Bewertung wird am Ende dieses Halbfinals eine tragische Rolle spielen. Wir sehen als Nächste sich ein wenig verändert. Jetzt erkenne ich sie erst. Dominique Doris ist das aus den USA mit einem Zuckerhaare am Ende. Ich war ein wenig sprachlos, aber sie ist es tatsächlich. Die junge Dame, die schon viel WM-Erfahrung hat in den Weltmeisterschaften seit 93 in der USA-Riege steht, Dominique Doris. Und auch mit dieser Übung ist sie ganz bestimmt mit dabei. Das war eine Spitzenleistung und sie übernimmt die Führung zu diesem Zeitpunkt. Da war dieser Konterseite dabei mit Ausgrätschen und Übergrätschen, Rückflug über den oberen Holm. 9,80. Die Führung zu diesem Zeitpunkt. So, und dann Svetlana Khorkina turnte sich noch vorbei mit 9,825. Dominique Dors vor Jelena Peskun. Das also die Favoriten auch fürs Finale. Und Kathleen Stark steht zwar hier noch auf Platz 8, aber sie hat die gleiche Punktzahl wie die kleine Chinesin Liu Xian, aber die war in der Qualifikation besser, sodass auch Kathleen Stark wegen 13.000stel bzw. 25.000stel Roberto Clemente Halle in San Juan und erleben die zweite Hälfte des Halbfinals, bestehend aus den beiden geretteten Damen, nämlich Schwebebalken und Boden, und bei den Männern Sprung und Recken. Noch einmal mit Chancen für die deutschen Tore. Mit Andreas Wecker, mit Valerie Belek. Und hoffen wir, dass es in der zweiten Hälfte besser läuft. Grigor Mesutin hatte begonnen, hatte einen Fehler bei der Landung seines Sprunges, wird wohl nicht ins Finale kommen. Und immerhin, das wäre schon eine kleine Sensation, denn es ist der Sprungweltmeister mit Nemov gemeinsam. Jetzt sind wir bei den jungen Damen. Wir sind hier ein wenig abhängig von dem Bild, liebe Zuschauer, und müssen uns erst orientieren. So wie sie, sitzt auch der Kommentator vor einem Bildschirm fernab des Geschehens, nämlich in der Sendezentrale in München. Und deswegen verzeihen Sie ab und an die kleine Gedankenpause, wenn man junge und neue und frische Gesichter sieht, die man erst erkennen muss. Das zum Beispiel ist eine junge Dame, die noch nie bei Weltmeisterschaften war, nämlich Lionette Gonzalez aus Kuba. Und die Kubanerinnen beeindruckten ja bereits bei den ersten beiden Geräten, bei Sprung und Stufenbarren. Ja, was gibt es zum Balken zu sagen? Nadja Ziefreund, die Frankfurterin, hat bittere Tränen geweint. Gleich zweimal ist sie abgestiegen in der Qualifikation und verpasste ihre erhoffte Olympiachance. Wurde nur 43. im Balkenfinale. Yvonne Pioch konnte nicht starten, weil sie, wie gesagt, sich beim Sprung verletzte, sich aber doch am Boden qualifiziert hat, zum Glück für Olympia. Nun muss sie sehen, dass sie wiederhergestellt wird, gesund wird und hoffentlich eine halbwegs optimale Olympia-Vorbereitung bekommt. Kathleen Stark qualifiziert für Olympia, Sprung, Stufenbarren. Die Plätze kennen Sie. Das zur Situation. Und noch ein Wort zu Stefanie Pimperl, der vierten Turnerin aus Gilching-Argelsried. Sie scheiterte auch um Tausendstel, nämlich sie wurde 17. in der Qualifikation, die deutsche Vizemeisterin am Stufenbarren. Es fehlten ihr 25.000stel.
um ins Semifinale zu kommen. Tja, es geht knapp zu in der Turnwelt. Also Kuba mit Entwicklungsraten. Weiß ich gar nicht, ob die gehen. Und die Wertung schnell noch für Masucci, 9,750. Jelena Piskun, sie hat sich schon qualifiziert am Stufenbarren. Als Dritte hinter Svetlana Khorkina und Dominic Dors. Jetzt also am Balken. Sie kommt aus Minsk, aus Weißrussland. Ist eine sehr intelligente junge Dame, sehr selbstbewusst. Bestimmt alles, was mit dem Training zusammenhängt, was ihr Leben angeht, selbst. Sehr trainingsfleißig. Und in letzter Zeit ein immer stärkerer Mehrkampftyp auch geworden. Nachdem sie vor 3 Jahren erst in Birmingham als Shootingstar kam, sah und am Sprunggerät siegte. Oh, bald wäre es schiefgegangen, dieser Flickflack mit Längenachsendrehung. Ob man sich Fehler leisten kann bei einer Weltmeisterschaft? Ich glaube nicht. So kommt man in kein Finale. Viele der Athleten nutzen natürlich diesen frühen Saisonzeitpunkt bei dieser Weltmeisterschaft auch, um sich zu testen. Zu testen für die Olympischen Spiele. Die sind der Saisonhöhepunkt des Jahres natürlich. Und es ist überhaupt nicht tragisch, wenn es hier mal noch nicht so läuft. Abgerechnet wird im Georgia Dome. Sie wagt den gebückten Doppelsalto am Ende. Die 18-jährige junge Dame aus Bobrusk. Der Weltmeistertitel. Hier ihr Trainer Valeri Kolodinski. Der Weltmeistertitel von Birmingham 83 ist ihr bislang größter Erfolg gewesen. Dann holte sie noch Silber bei den Europameisterschaften 94. Und zuletzt vor allen Dingen stufenbaren Erfolge beim Grand Prix in Zürich Ende letzten Jahres, in Stuttgart und zuletzt in Cottbus beim Turnier der Meister. Und hier ganz kompliziert diese Hocksalto, Salto rückwärts mit gehockter Längenachsendrehung, schwer zu stehen. Und sie kam durch und entscheidet sich doch noch für den gebückten Salto. Vielleicht, um noch was rauszuholen, denn die beiden Wackler waren ja schon mittlere Fehler innerhalb der Übung. Und trotzdem, eine Balkenkonkurrenz wird ihm am Ende abgerechnet. Da kann so viel passieren. Vielleicht langt es doch noch, trotz der 2 Fehler für Jelena Piskun. Ja, wir sind natürlich jetzt nicht informiert, wie der Stand hier in diesem Wettkampf ist. Wir sehen zwar diese Wertung von 9,250, kennen aber nicht die der Konkurrenz. So, wir sind inzwischen bei Weißrussland und sehen, nachdem die Brasilianerin Carvalho geturnt haben muss, als nächste Alina Poloskova aus Weißrussland. Ja, die Turnwelt hat sich verschoben, seit es nicht mehr diese Geschlossenheit der Leistung auch der ehemaligen sowjetischen Riegen gibt, die fast makellos und fehlerlos so dominant waren in der Geschichte. Jetzt hat sich alles ein wenig aufgesplittet. Jetzt bekommen junge Mädchen auch aus diesen ehemaligen Republiken der UdSSR ihre Startchance. Sie hätten sonst nie eine Sbornaja, eine Auswahlmannschaft gesehen. Am Balken hatte die UdSSR 5-mal die Weltmeisterin gestellt, zwischen 58 und 91. 5-mal gab es rumänische Siege, zwischen 78 und 93.
dreimal die Tschechinnen, aber das ist lange her, zuletzt 79. Zweimal auch gab es deutsche Erfolge. Gold von Erika Zuchold, 1970, Maxi Knauk, 81. Lang ist's her, zuletzt stand Julia Stratmann, 94 in Brisbane, im Bike im Finale, als Achte. Julia, die inzwischen ihre internationale Laufbahn beendet hat. Tja. Und das war die einzige in den 90er Jahren in einem Balkenfinale. 81 die Medaille von Maxi Knauk, die goldene nannte ich. Danach gab es nochmal Platzierungen von Silvia Rau, der Lebensgefährtin von Nikiforov, Peter Nikiforov in Berlin. Von Anja Wilhelm zum Beispiel, das war 83. Dann Dagmar Kersten als Achte, 85. Ulrike Klotz als Fünfte. Und 87 in Rotterdam. Claudia Rapp, Siebente. Das war's dann auch schon. Und jetzt wird's rar aus deutscher Sicht. Wie gesagt, am Balken Nadia Ziefreund aus Frankfurt mit vielen Tränen und mit auch seelischem Schmerz zweimal abgestiegen. Also jetzt Daumen drücken für die junge Dame aus Weißrussland. Alina Poloskova. Ja, die Ränge haben sich doch ein wenig leer gefüllt. Aber es kommt auch ein wenig mehr Stimmung auf. Und ich glaube, es wird hier eine fantastische Steigerung geben, dann, wenn es die Finals des Wochenendes gibt. Ja, und das tut beim Zusehen schon weh. Inzwischen haben wir auch die Wertung herausbekommen für Valerie Belenky beim Sprung. 9,575. Das ist zurzeit Platz 7 und der Valerie muss noch ein wenig warten und bangen, bis der letzte Turner dann über den Gaul hinweggekommen ist. Wir werden sehen, wie es am Ende dieses Semifinals für die deutschen Männer ausgeht. Ja, da fehlt ein wenig Substanz am Ende beim Abgang. Sie ist froh, dass sie durch ist. Und dass sie nicht ganz gestürzt ist bei diesem Kabinettstückchen vorhin. Zumindest hat sie Ärgeres verhütet, nämlich den Abzug von einem halben Punkt. Was sehen wir jetzt? Gespreizten Flickflack. Nochmal. Und dann diese Längenachsendrehung, Flickflack zum Durchschwingen. Hätte sie fast noch einen Mühlaufschwung machen können. Und damit hätte sie ein neues Element kreiert. Und dann noch den Mut haben, weiter zu turnen, sich nicht ablenken zu lassen, ja natürlich auch von dem Schmerz. Und zum Ende dann noch solche hochschwierigen Elemente zu turnen, das, ja, das ist halt Wettkampferfahrung. Trainingserfahrungen, vielen, vielen Stunden erworben, 30 pro Woche und mehr, turnt die Weltspitze. Leider kommen die deutschen Turnerinnen nicht in den Bereich dieser Trainingsumfänge. Wenn ich sage leider, dann deswegen, weil das Umfeld nicht stimmt und weil dann die Belastungen natürlich durch Schule und durch viele Dinge des Alltags viel, viel größer sind, als wenn es ein geordnetes Gefüge gäbe, abgestimmt zwischen der Top-Leistung dieser, man muss schon sagen, Turnprofis und auch der Entwicklung zur Persönlichkeit im schulischen Bereich. Die Wertung für Alina Poloskova, naja, 9,225. Da hat sie Ärgeres vermieden. China turnt mit einer ganz jungen Dame, Kui Yuan Yuan. Die jüngste der drei chinesischen Starterinnen. Ha!
Schade drum, weil hier hat man gesehen, wie unbekümmert sie diese akrobatische Reihe auf den Balken zauberte, wie technisch gut sie war, und dann fehlte so ein Quäntchen Gleichgewicht. Hier sieht man die Verdichtung der Schwierigkeit mit dieser Viererreihe. Und zuvor machte sie ein, zwei akrobatische Sprünge, eine Bewegungsumkehr und dann die akrobatische Reihe. Ja, liebe Zuschauer, beurteilen Sie selbst. Das ist eigentlich hier das Kinderturnen. Sie wird vielleicht 14 Jahre alt sein, glaube ich, und in diesem Jahr 15 werden. Das ist eben diese Problematik in dieser Sportart, wo die biomechanischen Parameter dann, wenn die Mädchen älter werden, gegen die Leistungsentwicklung sprechen. Also turnt man mit 12, 13, 14. Schwierig und unbekümmert, und dann wird es immer schwerer. Dann ist man 18, 19, 20, wird man schon als Turnoma bezeichnet. Und die Gefahr bekommt diese Kleine hier überhaupt nicht. Und das Reservoir der chinesischen Turnerinnen in diesem Alter ist riesengroß. Und dann kommt die nächste 15-Jährige und 16-Jährige. Schade drum, weil damit auch das Leistungsfenster, das Präsentationsfenster für die jungen Damen international auf den Podien dieser Welt sich so auf 2, 3 oder 4 höchstens Jahre beschränkt. Das ist zu kurz für einen Aufwand, der länger als 10 Jahre dauert, finde ich. Und immer mehr gibt es jetzt die Erscheinung, dass auch 19, 20, 21-Jährige in den Weltmeisterschaften noch auftreten. Und liebe Kampfrichterinnen, gebt diesen jungen Damen auch eine Wertungschance. Nicht nur der Akrobatik dieser, naja, Kinder. Jetzt löst sich die Spannung. Es hat alles geklappt, und trotzdem, naja, ein wenig zittert man da schon mit. Da war irgendwo was. 9,275. Ach ja, das war ja zum Beginn natürlich der unfreiwillige Abgang. Und jetzt Gina Gorgian mit Slavinia Milosevic, die wir noch nicht gesehen haben, die sich nicht ins Stufenbarrenfinale geturnt hat.